Hallo zusammen, 18er Rangliste, nächster Versuch und wir starten direkt in das Spiel. Ich habe das hier, wie ihr seht, nochmal ein bisschen anders arrangiert, damit ihr von mir auch ein wenig mehr sehen könnt. So, wen haben wir am Tisch? Bessie Maus und Victoire. Ich grüße euch und hoffe, ihr seid einverstanden, dass ihr jetzt hier in diesem kleinen Video mitspielt. So, was haben wir hier? Karo ohne 3. Hinterhand nicht unbedingt ein Weltriese, aber bis 36 reize ich ihn schon. Hat schließlich auch verschiedene Chancen. Oh, seht mal her, das geht ja gleich richtig gut los. Granghandschneider angesagt, sieht man nicht oft. Ein schönes Luxusspiel mit dreien. Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist nicht die blanke Kreuz 10 oder so das Problem. Da hätte ich keinen, aber das ist definitiv nicht der Fall. Drei obere Buben, sechsmal Kreuz ohne die 10. Es sei denn, einer liegt im Skat und dann wird es wohl nur noch einen anderen Stich geben. Dann gucken wir mal, ob wir da was Richtiges festhalten. Mein Partner wirft hier schon alle Piken weg. Da bin ich nicht sicher, ob das in Ordnung ist. Was hat denn mein Partner jetzt wohl noch in der Hand? Karo Lusche, Karo 10. Gut, dann kann ich jetzt hier nur die Herz 10 behalten. Und es liegt offenbar noch ein Pik drin, also sogar schwarz. Ein schönes Ding. 192 für Bessie Maus. Na, wenn das kein Einstand ist. So, im zweiten Spiel bin ich dran und was ist denn hier los? Das ist ja auch wieder eine Traumfindung. So, der Kreuz ist mir zu schade in Mittelhand, da werde ich, denke ich mal, mit den sechs vollen und ohne Reizung schon den Gang machen. Einzige Frage, einziges, was ich gerade überlege, 20 runter, dann sollte ich ziemlich sicher gewinnen. Oder 10 runter, nur Pik 10 Lusche drücken im Schneidersinne. Häufig kommt ja dann doch mal das Pik Ass auf den Tisch und dann, ja, oder sogar die Pik 10 behalten im Schneidersinne. So vielleicht drücken. Pik Ass kommt raus. 15, dann stehen die Jungs verteilt. Kreuz wird einmal geschnippelt. Wir machen den mal so. Ist jetzt wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Habe ich bisher auch selten so gedrückt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Pik Ass kommt raus. Genauso ist es auch. Und dann möchte ich jetzt nicht gleich stechen müssen, sondern lieber die 10 noch hoch haben, wenn die Jungs verteilt kommen, genauso wie jetzt. So, jetzt haben sie ja sogar erst 14. Gut, jetzt kommt natürlich die Frage, ob ich mich hier quasi von den Füßen gedrückt habe. Es wird direkt rausgenommen. Gut, aber auf die Idee jetzt, dass die Kreuz 9 einen Stich macht, da kommt ja niemand. Da kann auch keiner Bessie Maus jetzt hier den Vorwurf machen. Die wirft die Kreuz Lusche ab und damit ist jetzt der Rest bei mir. Spielen wir es eben noch runter. Geht manchmal schneller, einfach zu Ende die Stiche zu spielen, als großartig noch vorher die Karten zu zeigen. Also gefällt mir, was hier heute los ist. Interessante Spiele und schöne Ansätze zumindest. Das hier in Vorhand ist ja auch wieder auf jeden Fall reizbar. Zwei Alte, zwei Asse, Passe, Passe, nehme ich natürlich. Gut, diesmal Schonkost im Skat, kann ja auch nicht jedes Mal wie die Faust aufs Auge passen. Wir haben immer noch ein schönes Herz, zumindest wo der in Vorhand ist und ohne Gegenreizung ist. Null Augen im Keller. Und diesen Fünftrümpfer spiele ich in der Trumpffolge typischerweise einmal von oben, dann von unten. Damit verteidige ich mich etwas besser gegen Trumpf 4-2, als wenn ich einfach zweimal von oben ziehe. Gut, klar, es kann auch ein Trumpf voller blank stehen. Dann habe ich mit Rosinen gehandelt. Man kann sich also auch gegen Trumpf 3-3 jetzt wunderbar von den Füßen spielen. Trotzdem, meiner Erfahrung nach, ist das die beste Trumpffolge hier. Manchmal kriegt man ja auch schon im ersten Stichen Trumpf vollen, das war hier nicht der Fall. Wenn jetzt Trumpf rund steht, dann profitiere ich da immer noch von. Wunderbar. Dann habe ich das nur ein verzögert, aber eben gegen Trumpf 4-2 habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, kann dann nicht
nach dem Einstich so schnell Trumpf abgezogen werden und verhindere durch das einmal von oben ziehen, dass mir gegebenenfalls der Zweitrümpfer irgendwas absticht oder übersticht. Schneider sogar. Während ich hier schon wieder erzähle, merke ich jetzt schon wieder, dass ich nicht gleichzeitig reden und mitzählen kann. Das hatte ich also gar nicht so auf dem Zettel, aber die Trümpfe fielen ja tatsächlich so günstig für mich, dass es auch nur einen Trumpf vollen für die Gegner gab und damit ist das Spiel dann sogar Schneider geworden. Ja, ich höre schon, wie viele von euch sagen, was ist denn da los? Wieso reizt du nicht den 0? Na, kann man natürlich machen, aber 0 reizt sich wirklich ungern. Wenn, dann muss es schon auch ein Spiel sein, was sich plausibel auf 0 Ouvert reizen lässt. Und mit den zwei Baustellen in Kreuz und in Karo ist mir das hier ein Tick zu heiß. Beim Rocket wäre es sicher ein anderer Schnack, wo nur 12 Spiele gemacht werden und Streichergebnisse drin sind. Hier aber geht es schließlich, wenn man so will, über 15 gesamte Serien bzw. über 30 halbe Serien. Also das ist schon eine lange Distanz, auf die wir hier im Monat spielen. Und deswegen spiele ich jetzt hier deutlich defensiver und da wird so ein 0 eben nicht gereizt. So, bei dem Herz habe ich natürlich nicht einen Trumpf. Das bedeutet, ich vermute mal, dass mein Partner stark dagegen ist. Der taucht auch zweimal und jetzt will Bessie auch nicht mehr Trumpf spielen, geht hier über ihre eigene Farbe und da ist sie natürlich jetzt verraten und verkauft. Also wahrscheinlich hat sie Karo 10 zu dritt. Ich könnte jetzt noch die Karo 9 erstmal nehmen und dann auf Pik wechseln, aber warum es kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Einfach hier den Stich mitnehmen, noch eine Ladung, Karo 10 kann gestochen werden und dann macht mein Partner noch einen Trumpfstich, wo die Pik 10 reingeht. Das ist ja alles sonnenklar. Also da hat Bessie jetzt irgendwie gar keine Chance gehabt gegen diese Trumpfverteilung. Kann ich sogar noch ein bisschen rumasen hier mit den Bildern. Pik Dame hätten wir auch noch gemacht. Also 5 Trumpf dagegen, Höchststrafe. Das Spiel sah an sich gut aus, aber, oder sagen wir mal so, es sah jedenfalls deutlich besser aus als das, was es am Ende eingebracht hat. Wahrscheinlich wäre Bessie Maus besser beraten gewesen, trotzdem Trumpf weiterzuspielen und vielleicht wäre ich sogar schusselig genug gewesen, Karo Ass direkt zu wimmeln. Gewonnen hätte sie wohl trotzdem nicht, so wie es stand. So, und jetzt greift Victoire, ein französisch angehauchter Victor, erstmal hier ins Spiel ein und der spielt Grang, alles klar. Drei Buben hat er, Karo Ass 10 hat er. Mitnichten noch 5 unbekannte Karten, davon ist die Kreuz 9 jetzt gerade geklärt, Kreuz Ass hat er auch, also wahrscheinlich unter durchgespielt. Unterm Ass zu dritt wird er also noch 2 Piken in der Hand haben. Ja, damit ist es amtlich, 2 Piken sind noch bei Victoire. Ja, warum klärt er die so spät? Warum ist er da nicht direkt mitgekommen? Jetzt hat er natürlich trotzdem den Schneider, denn ich habe keinen Vollen mehr. Das war insofern für ihn glücklich. Da lachen mich die 4 Zehner an. Also schon ein Spiel. Naja, also ohne Reizung würde ich's schon nehmen. 18 würde ich auch sogar noch mal halten. Und bei 20 bin ich dann raus, denn es ist natürlich bestenfalls ein Herz, so wie er im Moment aussieht. Klar kann man auch zwei Kreuz oder zwei Pik finden, dann wird was anderes draus, das ist aber ja nicht gesagt. Und vor allen Dingen, je mehr Gegenwehr, desto schlechter die Chance auf eine günstige, passende Findung. Auf den langen Weg, kurze Farbe, blanke 10, für mich gar kein Problem. Volle habe ich hier wie Sand am Meer. Muss das Spiel erstmal zeigen, ob es so gut ist. Das hier sieht jetzt natürlich übel aus für meine Trumpf 10. Ah nee, da hat sich das schon wieder, meine Sorgen haben sich schon wieder in Luft aufgelöst. Trumpf Ass wird noch bei meinem Partner, also nicht nur 15 Augen, sondern auch Trumpf 10 ist eine hohe Trumpfkarte. Trotzdem natürlich die Überlegung, wie das Spiel jetzt fortsetzen. Hat mein Partner noch Karo Stiche in der Hand? Es ist alles schwer zu sagen. Ich versuche jetzt erstmal einmal mit Trumpf, denn ich glaube, dass es ein Sechstrümpfer ist. Das bestätigt sich hier auch, damit kann ich dann nämlich mit der Trumpf 10 nicht so viel anfangen. Wir kommen auf 29, so. Ja, ich sag mal so, mein Partner hat jetzt zwar nicht gewimmelt, trotzdem, wenn das Pik Ass bei diesem Sechstrümpfer auch noch beim Alleinspieler ist, also Karo Ass mit der 10 und das Pik Ass, dann wird er sowieso gewinnen, also kann ich direkt scharf auf
im Siegssinne auf den Stich spielen mit der Pik 10, denn jetzt macht hoffentlich Bessie Maus beide Karo-Stiche hier, einmal mit der 9 und dann mit König gegen Dame. Ich habe ja immer noch zwei volle zu schmieren, also mit anderen Worten, die Pik 10 habe ich nicht mutwillig, leichtsinnig aufgegeben, sondern das war hier sowieso eine tote Karte im Siegssinne. Musste ich eben hoffen, dass Pik Ass noch bei meinem Partner ist. Und dann ist das Spiel knapp gewonnen mit 63. Trotzdem konnten wir da nicht ein Auge mehr rausholen. War aufgrund der Verteilung nicht möglich. So, jetzt sehe ich gerade, ich bin heute schlecht vorbereitet. Nichts zu trinken hier zu stehen. Mensch, trockene Luft. Uah. Gut, was haben wir noch? Naja, ist ja alles homöopathisch hier. Wir sind im Spiel 7 von 18. Das spielt sich online alles ganz schnell weg. Und hier entweder der erfolgreiche Schnitt von Victor oder der kleine Bluff. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Ja, schöne Entscheidung, ne? Dreimal die 10 zu dritt. Ich lasse mal ein Bild fallen, in der Erwartung, dass jetzt Karo Bube kommt. Aber trotzdem, Bild ist bekanntlich Pflicht. So, drei Buben hat er also. Wahrscheinlich ein Drilling in Herz oder ein Vierling. Jetzt spielt er naja, vielleicht auch seine Blanke raus, aber es kann genauso gut, also eher ist es so, dass er unter seinem Ass zu dritt spielt, deswegen hier der Tiefschnitt. So, nun hat mein Partner den König, dann war das vielleicht eher doch nicht so eine geniale Idee. Gut, jetzt stehen wir auf 21, Karo zurück, kann nichts kaputt gehen und jetzt gucken wir mal, ob wir noch den Herzstich machen, ob wir noch einen Pikstich machen. Ah, wir machen noch einen Pikstich, haben wir beide geschnippelt. Auch interessant. Stehen wir auf 42, also wenn jetzt noch Herz 10 den Stich macht übrigens, dann sind wir sogar zu Hause, aber das war ja nicht plausibel, dann wäre der Grang ja beschissen gewesen und deswegen, wie ich sogar im Eingangs schon vermutet habe, der König war ja jetzt hier weniger ein Bluff, sogar als Bluff gedacht von Victor, sondern vielmehr wusste er ja nicht, ob Herz womöglich hinten gestochen wird, deswegen ist er mit Ass 10 König da nur klein raufgegangen. So, Bessie Maus nach dem furiosen Start und dem Einbruch durch das verlorene Spiel hat natürlich jetzt auch mal wieder was anzumelden und auch einen Grang. So, Karo gestochen. Na, dass ich jetzt hier nochmal sie mit Karo 9 unter Druck setzen kann oder werde, das ist sowieso unwahrscheinlich. Die Lusche ist, glaube ich, nicht viel wert. Drei Buben, vier Herzen. Kein Karo, also noch drei unbekannte Karten. Abwurf von meinem Partner sagt mir jetzt hier noch nicht allzu viel. Ist der Drilling in Kreuz? Ist ein Pik? Hat sie vielleicht sogar gemischt? Das schauen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Ich trenne mich erstmal von der Kreuz-Dame und ja, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden. Jetzt muss ich mich entscheiden. Können wir denn überhaupt noch rauskommen mit zwei Pikstichen? Angenommen, sie steht in dem letzten Buben logischerweise und dem Pik erst zu dritt. Ja, wenn dann die Pik 10 bei meinem Karo 10 noch gewimmelt wird, 13, Kreuz Ass kann ich anbieten und dann kommen wir genau auf 31, wenn sie, können wir auf 31 kommen. Deswegen mache ich so. Karo 10 muss jetzt natürlich da sein, das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus. Jetzt das Kreuz Ass im Angebot und jetzt noch die Karo 10 auf den Pik König 31. Na siehst du, habe ich es dann doch. Huch, jetzt habe ich mich aber verzählt. Ja, weil ich nur Karo Dame gewimmelt bekommen habe, statt dem Kreuz König. 31 waren noch möglich, aber das hat Victor hier einen Tick weit unglücklich verhindert. Das hat er wohl mir noch nicht geglaubt, beziehungsweise da hat er noch nicht optimal das Maximum reingewimmelt. Na gut, so ist es beim Skat ganz häufig. Du hast eine Idee, du zählst und machst deinen Plan. Entweder die Karte sitzt anders, der Spieler spielt anders oder dein Partner kommt nicht ganz mit bei deinen Ideen. So, für Passe-Passe nehme ich ihn natürlich ohne Volles. Drei Buben schön, drei Damen so lala. Also was finden? Die vierte Dame und der vierte Bube. Also die vierte Dame ist ja nicht so schön, aber wo ich auch den vierten Buben dabei habe, lasse ich mir das mal gefallen. Damit habe ich ja doch
in Vorhand einen sehr schönen 7-Trümpfer in Pik, habe zwar keinen einzigen vollen im Blatt, aber mit 3 Stichen wird es erfahrungsgemäß ausgesprochen schwer für die Gegner, mich jetzt hier anzugreifen. So, Trumpf sitzt artig, also den ziehe ich auf jeden Fall erstmal die Trümpfe raus, dann sind 2 volle schon mal raus aus dem Spiel. Und da ist das Spiel schon gewonnen, wo nur 11 Augen fallen. Schneider geht natürlich in aller Regel nicht, vielleicht am ehesten noch so, wenn jetzt nochmal Kreuz hinterherkommt, wäre natürlich dusselig, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, Schneider geht nicht, das Experiment, das brechen wir dann hier auch gleich ab, das hat ja keinen Zweck, wir müssen ja nicht hier die Gegner veralbern. Ein schönes Spiel für 55 Augen. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Victor ist übrigens vorbeigezogen, sehe ich jetzt gerade, mit dem Hattrick, den er da hingelegt hat. Alles eigentlich gar nicht so weit auseinander, wobei ja tatsächlich in dem Wettkampf gar nicht der direkte Vergleich jetzt hier am Tisch ausschlaggebend ist, sondern jeder muss eben auf lange Sicht auf diese 30 18er Serien ein gutes Ergebnis spielen. Ja, Leute, was ist denn hier los? Kreuz Bube, Kreuz Ass, ich werde verrückt. Es ist hier wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Ich liebe dieses Spiel und da machen wir natürlich einen Grang mit 2 Abgabestichen idealerweise. Alles andere wäre eine Überraschung. Karo Ass kommt raus, also besser kann es gar nicht laufen. Jetzt ist der Schneider sehr greifbar. Selbst wenn Viktor gestochen hätte auf 16, erwarte ik natürlich, dass auf die Pik Lusche nur 14 Augen fallen. Deswegen gleich unter durch, solange die Verteilung noch artig ist. Karten aufgedeckt. Ja. Manchmal, aber nur manchmal, macht Skat noch mehr Spaß als an anderen Tagen. Also schöner Zwischenstand, über 500 bei Spiel 10. So darf es weitergehen und an Tagen wie diesen werden Karten wie diese natürlich auch getestet, zumindest mal bis, ja, bis wohin denn? Bis wohin denn? Wir sind Mittelhand, ich habe gerade gesagt, heute eine etwas defensivere Gangweise wegen dem Modus, aber trotzdem, ich habe 5 volle, ich habe keine 7, also den 4-Trümpfer Kreuz, den reiz ich schon mal. 0 schaue ich mir da ausgesprochen ungern an. Bei 7 fehlenden Trümpfen in Kreuz habe ich ja eine Chance, schon deutlich über 50% allein den 5. Trumpf zu finden. Und dann wäre es ein Riesenspiel. So, was haben wir stattdessen? Ein Null-Over-Hand. Einzige Baustelle ist hier die Pik 8. Da muss ich rüber. Von daher Aufgabe. Aufgabe wegen ging nicht. Ja. Ich habe übrigens, wie ihr seht, wenn ihr hier auf die Uhr schaut, den kleinsten Wert. Ich habe am Anfang wegen der Aufnahme hier noch ein bisschen hin und her gestöpselt. Da war noch nicht alles perfekt vorbereitet, deswegen habe ich dann auch am Anfang hier um einen kleinen Moment Geduld gebeten. Der Admin war schon am Tisch, von daher hat mich zur Ordnung aufgerufen. Von daher habe ich jetzt wirklich gar keinen Grund, irgendeinem Gram zu sein, der jetzt gerade mal eine kleine Pause macht. Victor holt sich jetzt vielleicht gerade sein Abendbrotschnittchen ab. Oder trinken einen kleinen Kaffee, eine Rauchpause, Beispiel 11, hat er eigentlich, glaube ich, nicht nötig. Es läuft ja gut und 18 Spiele wird er wohl auch durchhalten. Na, vielleicht hat das Telefon geklingelt. Wer weiß das schon? Das sind die spannenden Fragen, die einen beim Online-Skat immer so umtreiben. Eigentlich der perfekte Moment, um mir was zu trinken zu holen, oder? Ich meine, hey, es ist nur Skat. Wir warten auf Victor. Dann gehe ich mal eben was zu trinken holen. Bleibt bitte dran. Es geht ja hier hoffentlich jeden Moment weiter. So, bewegt sich was? Nee, keiner bewegt sich. Ich bewege mich. Aha, es könnten natürlich auch technische Probleme sein. Und jetzt
geht's weiter. Jetzt ist Viktor wieder da. Bessie Maus ruft uns auch. Startet doch mal. Ja, ich gucke gerade noch mal. Ich habe gestartet. Warten wir auf den lieben Viktor. Nee, der ist noch nicht ganz wieder im Film. Ja, wenn das hier zu lange dauert, dann schneide ich es gleich mal raus. Das behalte ich mir auch mal vor. Ich will euch ja hier nicht mit der langen Auszeit quälen. Ah, da ist es passiert. Alles wieder im Lot, alles wieder in Butter. Und das könnte natürlich ein Null werden. Zwei kleine Schwächen. Und bei Passe, Passe, ja, wenn da jetzt mal nicht Kreuz Bube drin liegt, das wäre gut, dann habe ich Null Auvers. Also für Passe, Passe nehme ich das Spiel natürlich auf jeden Fall. Ah, es ist aber der Pik Bube und nicht der Kreuz Bube. Der passt natürlich jetzt nicht so gut. Damit kriege ich die Schwäche Kreuz König nicht gekittet. Sonst wäre es ja sogar ein ganz guter Null-Auvers geworden. So, ja, ich denke mal, dann drücken wir ihn so und spielen den 0 mit Karo 8 und 10. So, Ausspiel nochmal interessant. Ich denke, ich starte mal mit Kreuz. Ist der Blattschuss, falls 5 dagegen sitzen, dann mache ich hier direkt mit der 9 den Stich. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Und so verrate ich die Karte noch nicht so sehr, als wenn ich mit der Pik 7 starten würde. Ich hoffe ja, dass mal, falls Karo irgendwie unrund sitzt, falls es überhaupt so verteilt ist, dass das Spiel potenziell zu verlieren ist, möchte ich ihm nicht sofort meine blanke Pik 7 zeigen, sondern auch die Chance haben, darauf Karo abzuwerfen. So, nun kommt aber hier der dritte Kreuz. Also Viktor guckt, ob ich den Kreuz König gedrückt hab. Ja, hab ich. Das war natürlich schon mal die halbe Miete. Damit ist mein erster Karo weg. Jetzt allerdings lustig, dass Bessie Maus zuerst Karo abschmeißt und nicht den blanken Herz. Viktor hat aber den Riecher, greift dann trotzdem ins Herz rein. Aber jetzt bin ich dicht. Das war wahrscheinlich auch von Haus aus nicht zu lösen, wäre wohl auch als Null-Auvers gegangen. Erfreulich. Pause und noch eine Pause. Mitten hinein ins Herz. 4 zu 0 für uns, beziehungsweise was gedrückt ist, wissen wir noch nicht. 15, war der etwa blank? Ja, 33. Gut, Pik Dame hochgespielt, ein Stich brauchen wir sicher noch in der Beikarte, also wenn das die einzige Schwäche war. So, alles klar. Dann hat Bessie neben dem letzten Pik und den 6 Trümpfen natürlich noch ein Karo. Wenn das Karo Ass ist, machen wir gar keinen Stich mehr, wenn nicht, dann gewinnen wir. Es ist Karo Ass und damit leichter Sieg für Bessie Maus. In dem Fall hat das blanke Ausspiel eher ihr Spiel unterstützt. Trotzdem ist es ein plausibler Plan, das zu versuchen. Das funktioniert eben nicht in jeder Verteilung, aber erstmal der eine Trumpf wurde verstochen, es konnte gewimmelt werden. Ich glaube, wir konnten das Spiel also sowieso nicht lösen. Ja, wäre ja auch zu schön gewesen. Obwohl die Karte kann man vielleicht durchaus auch als Blenderkarte bezeichnen. Ja, ich habe 6 Trumpf, beide vollen, ich könnte 20 drücken, aber was findet man denn da eigentlich typischerweise? Ne? Wenn es jetzt nicht gerade ein Ass ist, ist fast alles andere, oder ein Pik, ist fast alles andere ziemlich schädlich. Dann hängt man nachher mit einem 6 Trümpfer mit 4 Faulen an der Seite rum. Gucken wir also lieber voller Gönnung auf Viktors Gang, bei dem die Buben verteilt sind. Zwei Buben, viermal Kreuz dabei. Pik natürlich logischerweise nicht. Die eine Lusche, die hat Bessie Maus schon abgeworfen. So, und jetzt kommt die Schwäche in der Beikarte. 10 Augen für uns. Schiebe ich mal Herz 10 raus. Okay, Bessie hat sich nicht getraut. Oder Viktor ist nicht raufgegangen. Den Stich hätte ich natürlich lieber, wäre ich jetzt vom Spiel gekommen. So, haben wir
24. Ja, jetzt kommt Herz Ass. Das wäre andersrum sicher cleverer gewesen, wobei wir auch dann nur rausgekommen wären mit dem Karo-Stich. Also alles in Butter, kein Vorwurf zu machen. Ja, grenzwertig, gerade wo ich so gut stehe. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um diese eine Serie, sondern die Serie ist Bestandteil einer langen Liste. Und gut, also wie schon vorher auch, 24 muss man mir dann in dem Fall schon bieten, um dieses Spiel zu bekommen. Ich habe, je nach Findung, kann es ein Kreuz werden oder ein Karo werden. Aber wenn die 24 geboten werden, dann komme ich sicher auch für 27 nicht ran und deswegen steige ich aus und halte meine Hand hier noch ein wenig im Verborgenen. So, beim Herz habe ich nur zwei Trümpfe, offensichtlich auch nur zwei volle. Ich denke mal, eine geeignete Karte, um mal unter dem Ass anzutreten. Und das war natürlich erstmal nicht schlecht, Stechfarbe gefunden, aber dann doch wieder richtig scheiße, weil 14 Augen im Keller in Kreuz, ganz offensichtlich. Gut, jetzt habe ich da reingegriffen, jetzt geht die Farbe natürlich hinterher. Und das ist natürlich auch kein schönes Zeichen. Ich habe extra klein nachgespielt in der Hoffnung, dass Viktor vielleicht 4 Trumpf hat und jetzt irgendwas blank abschmeißen möchte. Aber der sticht über, ein Zeichen, dass das Spiel trumpfstark ist und das Herz Ass am Hängen war. Gut, Karo war sogar blank abgeworfen. Wollte ich jetzt hier auch nicht rauf. Hatte ich noch die Hoffnung, dass das. Ja, welche Hoffnung hatte ich eigentlich? Eigentlich gar keine mehr nach dem Überstich. Muss ich vielleicht eben den Karo König legen. Aber was soll's. Gut, 6 Trümpfer. Also jetzt noch zwei Piken bei Bessie Maus und das sieht ja aus, als ob da mindestens das Pik Ass dabei ist. Ah, irgendwo habe ich mich wieder. Ach nee, Pik Ass war ja schon rausgenommen. Pik kam ja hinterher, also ist es nur noch der eine Stich mit der Pik Dame draußen. Gut, sind wir mit rausgekommen. Soweit also auch wieder alles im üblichen Rahmen. Mehr war in diesem Spiel nicht zu machen. Zumindest schon mal nicht nach meinem legendären Aufschlagstich. Tja, und Bessie setzt fort. Also wenn wir uns das hier angucken von den Punktständen, wenn sie jetzt noch eins gewinnt, dann ist das hier wirklich ein dankbarer Tisch. Gut, natürlich auch begünstigt durch diesen riesen Grand Hand am Anfang schöne Punkte unterwegs. Dann aber auch noch weitere 96er Grands unterwegs. Und da braucht sich dann keiner beschweren, wenn alle über 500 kommen. 26. Ja, jetzt muss ich mich wohl entscheiden, ne? Hü, das sollte wohl heißen, rein damit, und das ist in die Hose gegangen. Es ist ein 7-Trümpfer. Tja, einmal Karo war dabei. Gut. Kann ich nur hoffen, dass da noch sowas wie Kreuz Ass Dame oder so dabei ist. Ja, denn das wäre die Chance für uns noch rauszukommen. Sind wir auch. Ich glaube, wir haben jetzt 32. Ja, gebe ich auch auf. Nee, völlig schon wieder. Irgendwo wieder kompletten Stich verballert. 77. Also auf jeden Fall rausgekommen. Einen Stich brauchten wir noch zum Rauskommen. Bessie Maus jetzt auch kurz vor 500. 500 ist eine ganz schöne Marke. Wer 500 schafft, der, also auf Dauer schafft, einmalig ist das immer mal leicht, aber auf Dauer den Schnitt 500 schafft, der ist gut im Rennen. Das ist an sich der Schnitt, den sehr gute Spieler anpeilen. In der Bundesliga zum Beispiel wird er auch wegen der starken Gegenspieler selten erreicht. Also in der Bundesliga diesen 1000er Schnitt auf 36 Spiele oder den 500er Schnitt auf 18 Spiele ist da kaum möglich mit den richtig guten Gegnern, jedenfalls nicht im gesamten Mannschaftswettbewerb. Die einzelnen Spieler mögen das schaffen, aber in der Mannschaftssumme hat das jetzt einige Jahre nicht geklappt. Also das ist hier ein Ziel, was es zu erreichen gilt, oder ein Schnitt, den es zu spielen gilt, um hier auch in den Preisen mitmischen zu können. Ja, das Spiel sieht ja auch wieder erschreckend stark aus, ne? Jetzt wird wohl noch einmal, entweder sie hat gar kein Fehl mehr. Oh, oder ich bin hier schon wieder völlig durcheinander, weil ich am Märchen erzählen bin. Erster Stich war geschnibbelt mit Karo Dame, ne? Ja, alles klar.
Aber trotzdem langt das natürlich nicht für uns. Auf keinen Fall langt es für uns. Und es ist Schneider, also da habe ich mich dann nicht getäuscht. Ja, und was sehen wir hier? Nach 17 Spielen bin ich plötzlich hier der Bubble Boy am Tisch. Der schlechteste. 5,76. Ist ja ein schönes Ergebnis. Aber reicht nicht für Bessie und für Viktor. Also noch ein Spiel machen und hoffen. Aber das wird nichts. Ist aber nicht schlimm. Trotzdem ein schönes Ergebnis, würde ich mal sagen. Ja, das ist dann so kleiner Abzug in der B-Note, ne? Man will natürlich den Tisch auch immer gern gewinnen, aber das wollen die anderen auch. Und da habe ich dann auch Respekt über, würde ich sagen, war hier alles sauber gespielt. Mir sind keine groben Schnitzer aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ganz ordentliche Liste Skat. So, hier habe ich natürlich gehofft, dass es den Abstich hagelt in Pik, aber Viktor hatte noch einen mit die Dame. Und jetzt ist es offensichtlich ein Spiel mit Karo Ass im Keller, so sieht es zumindest aus. 28, 39, wenn wir das Karo Ass schon mal virtuell mitzählen, 53 und damit ist das Spiel zu Hause. 64, 68 plus die andere gedrückte Karte und da fliegen auch schon die Karten. Es war aber keiner ohne 4, sondern trotzdem nur ein einfacher Gang. 14, 15 Augen im Keller, noch ein König dazu. Und ja, Gratulation, war ein schöner Spaß. Mir hat es Freude gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann danke ich abschließend noch Jürgen Bevier und Alexander Braun für eine Unterstützung meines Kanals. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, bevor ich mich verabschiede, dann nochmal der Hinweis: Samstag 21:30 Uhr möchte ich wieder mit euch zusammen SenseGuard spielen und Livestreamen. Also der erste Schritt am letzten Samstag war noch ein bisschen verstolpert, aber trotz alledem vielversprechend, das versuche ich gern wieder und freue mich, wenn ihr dabei seid.